und damit willkommen zurück. Wir können die Korvette jetzt einlösen. Und dann direkt das nächste. Das ist hier. Nur ein Dodge. Und da gibt es den Hammer. A1. Chevrolet gegen Dodge S1. Och, nö. Na gut. Chevrolet gegen Dodge. Da oben ist eins, da unten ist eins, okay. Wie wir sehen, werden nur den hier. Da würde ich lieber einen Dodge nehmen. Dodge Camaro, ich glaube, der untersteuert um einiges. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Viper ist auch cool, die hat natürlich massig Handling. Ja, nicht so. Auch eher so ein Klebemonster, wenn er den mal fährt. Ja, komm, wir gehen nochmal so schauen. Wir nehmen den SRT. Jetzt muss man auch mal reingucken ins Tuning. Er hat 8 Ringe, das ist schlecht. Wir könnten nur ein bisschen erweitern. Muss so. Oh, da sind die auch nicht so eng aneinander, weißt du? Oh. Kann sie natürlich nicht grob fahren, das ist ein Problem. Ein bisschen machen wir mal hier rein. Das ist dann doch 5. Ja, die Gänge sind jetzt ein bisschen lang gezogen, aber was willst du machen? Ein bisschen. Ganz so und den dann jetzt eine 370, ich weiß nicht, wird er das packen dort. So, und die anderen machen wir einfach tot. So. Und langen ersten machen wir mal aufs Spiel. Bisschen fein justieren, ne, den bisschen raus, ein bisschen raus, den auch noch ein bisschen raus, so. Ja, speichern. Dann haben wir 6 Gänge und alles ist prima. Hoffe ich zumindest.
Die acht Gänge gar nicht. Die ersten drei sind eh nur zum schnell wegkommen. So. Oh, ich habe das Spiel übrigens neu gestartet. Dann komme ich nämlich auch wieder auf die Map. Weiß nicht, warum das bei letzter Folge nicht ging. Aber, nehme ich hier Trick 17. So. Irgendwo. Nee, da. Steht eine Pinata. Können wir die auch noch kaputt machen? Ich weiß es gar nicht. So, fortsetzen den hier. Ins Tuning müsste ich mal kurz reingehen. Mal den Frontspoiler noch ein bisschen mehr Betrieb geben. Über längeren Kurven untersteuert er ein wenig. Und dezentes Übersteuern ist gar nicht mal so schlecht. So, Ausrichtung. Spur, Vorder- und Nachlauf. Dann könnten wir eigentlich auch höher setzen. Auf 6. Die Stabi vorne, Stabi. Hinten gehen wir mal auf 32 ohne 28. Ja, komm, wir mal hin. 35. Oh, Federn lassen wir so gleich. Warum habe ich den nicht ganz runter gemacht? Kannst nicht sagen. Okay, Dämpfung. Vorne ein bisschen. Machen wir vorne wie hinten. Hier. Machen wir so. Aerodynamik. Vorne ein bisschen. Ja, komm, wir machen vorne volle Möhre. Und hinten geht man mal bis. Ja, machen wir mal bis 40 so. Bremse, gehen wir mal ein bisschen höher. Oh, warte. Das war genau andersrum. Hm? Hinten 60.
Was steht denn hier? Lalalala. Drauf oder nach hinten bremsen bestimmt. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, wenn ich den bremse, also ne, hinten 60%, ich glaube, so war das. Wenn man das hier, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. 0%, nee, ich glaube, so rum. Wir machen das mal so rum. So Differential. Nee, auch komplett offen. Nee, das. Ja gut, wir lassen mal die 70, wir sperren aber jetzt hinten mal auf 30. Oder wir gehen höher und machen mal höher, komm, machen wir auf 50. 50, 50 und vorne gehen wir auf 20%. Oh. Okay. Start. Er ist schon mal ein bisschen agiler wie gerade eben. Er neigt jetzt ein bisschen mehr auch auszubrechen. Sehr agil unterwegs, zielgerichtet. Noch schnell ein Setup machen, was ganz gut passt. Design lalala, nee, ich weiß ich noch nicht. Cool. So, dann auf zur letzten. So, halt, die war da unten. Ja. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass das Spiel abgeschmiert ist. Achso. Du sagst rausfahren. Willkommen zurück, Steven. Ja.
musst wieder Daten überprüfen. In dem Spiel. Gut, können. So. Kann das Problem beheben, muss es aber nicht. So, dann poppen wir uns einfach nochmal hin. Starten die Geschichte nochmal. Ich hoffe, das Setup ist jetzt so geblieben. Aber ich glaube schon. Schnell drüber fliegen. Über das Setup. So, tunen. Das okay. Genau, die Gänge haben wir blind gemacht. Hier haben wir das erhöht, das auch, das passt. Die Dynamik passt. Passt. Ja, gut. Macht zu. Wunderbar, 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 wunderbar. So. Schön. Würde ich sagen, wie immer. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.